Recht herzlich willkommen zur 73. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben Martha gerettet. Sie sitzt oben in der Kapsel drinne und die müssen wir jetzt runterholen. Der Dralo hatte noch geschrieben, dass ich nochmal gucken soll. Es war nach der Landung, aber ich gucke mal gerade vorher nochmal rein, was hier in unserem Zentrum ist. Aber da ist jetzt nichts von Minimus oder wie auch immer heißt da. Gut, dann ist das erledigt. Dann denke ich, gehen wir hoch und schauen, wo sie ist. Da. Und los geht's. Und dann machen wir noch eins. Ah, wir haben noch Instrumente da dran. Das hatte ich auch am unter dem Beitrag geschrieben. Und dann wollen wir doch mal gucken. Hier ist das Thermometer. Da nehmen wir die Temperatur mit. Macht 4 Punkte aus. Das ist schon mal super. Ja, ich muss so drehen. Und da ist noch das Barometer. Und das gibt auch 4 Punkte. Ne, 6 sogar. Okay, super. Das merken wir uns. Gut. Ja, es ist Licht. Taghell. Ja, dann müssen wir jetzt nur landen. Und zwar Orbit, ne? Das ist unser Problem. Nicht Target, Orbit brauchen wir. Da ist es. So, dann müssen wir hier ein bisschen brennen, ne? Das wäre, jetzt haben wir gerade auf der Karte. Das wäre dann irgendwo runterkommen. So, das ist noch irgendwas eingeschaltet, aber ist jetzt egal. Machen wir gerade erstmal den Nuffball hier an und geben mal Gas. Wo ist denn hier? Da ist bestimmt ein Ziel ausgewählt, oder? So. Wo wollen wir denn runterbekommen? Warte mal, gib mal gerade Gas. Da ist jetzt 81 und da wird's weniger gut. Eine Wasserlandung wäre eigentlich ganz nett, ne? Dann gib mal weiter Gas, dass wir hier irgendwo runterkommen. So, oh, da sind wir schon. Ist nicht hier unser Space Center irgendwo? Glaube ja, ne? Warte mal, wir sind zwar hier, aber ich glaube, das verkürzt sich, wenn wir in die Atmosphäre kommen, ne? Glaube ja. Ja. Ich denke mal, wir können schneller machen, ne? Gehen wir gerade hier aus der Karte raus, gucken. 77.000, gleich wird er sowieso irgendwie langsamer dann, ne? So. Wenn wir in die kommen, dann wird wieder normal. So. Ne, da sind wir irgendwie falsch. Ach so, wir müssen das Teil noch absprengen, ne? Okay, dann machen wir das doch mal gerade. Da ist so viel Treibstoff drin, ne? Aber wir wollen Martha runterbringen und alles andere ist erstmal egal. Das bleibt dann irgendwie. Das stürzt ja auch ab. So. So. Zack, zack, zack. Passt, oder? So. Was haben wir hier jetzt noch? Da haben wir noch ein paar andere Sachen. Die Flagge auf dem Mond. Was ist das hier? Ach so, das ist ein Parachute. 6.000 bis 12.000, aber ich glaube, das lassen wir besser. Weil, wenn wir den rausmachen, ne? Ich glaube, dann geht der kaputt. Den müssen wir da zwar testen, aber nicht als Hauptschirm, der uns dann da rettet. Und das müssen wir erschaffen. Und hier oben? Kraken's Fortune, weiß ich, wo das ist. Auf dem Mond auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns soweit bereit, dass wir landen können, ne? Geht auch schneller, ne?
Jetzt kommen wir dann hier in der Atmosphäre gleich rein. Bei dem Strich hier ist das. Dann kommen die roten Dingens, sag schon, Pfeile. Ja, wie soll man das nennen? Keine Ahnung. Die Reibungswärme wird da angezeigt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das so schnell ist, so gut. Passt schon, oder? Das SAS ausmacht, dann schwenkt der passend rein, ne? So sieht's aus. Oder auch nicht. Schick sieht das auf jeden Fall aus. Nur mal normale Geschwindigkeit, nicht, dass da noch was passiert, ey. Oh, da ist die Endstufe, die da gerade vorbeifliegt, oder? Interessant. Aber die verglüht leer auch. Die ist aber noch höher, oder? Andere. Interessant. Überholt uns gerade. Und wir? Sieht jetzt auch nicht unbedingt aus, dass wir auf Land runter, auf Wasser runterkommen. Ich glaube, das klappt nicht mit Land. Nö. Oh. Da ist ein Balken dran gekommen. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts, ne? Fände ich jetzt nicht so toll, ne? Der ist da viel höher. Hallo? Will nicht, dass das gleich kaputt geht. Martha muss es überleben. Haben wir einen schlechten Winkel erwischt, oder was? Das sieht ja noch relativ gut aus, oder? Alles gut hier, oder? Ja. Kann man jetzt hier auch messen? Na, lassen wir mal. Jetzt ist es weg, oder? Überhitzt nicht mehr. Aber jetzt werden wir auch langsamer. Super. Das Teil schießt da oben noch lang. Das fliegt wer weiß wohin. 16.000 Meter. Ja. Jetzt mal gucken, wenn wir langsamer werden. Einen Test, den können wir hier gleich erledigen. Aber das ist so riskant mit dem Schirm. Der könnte abreißen. 12.000, jetzt haben wir auch die Höhe. Jetzt werden die Bedingungen erfüllt. So, jetzt nicht mehr. Ja, sehen wir irgendwo einen Schatten von unserer Kapsel? Nö. Oder vielleicht ist der da und wir sehen das nur nicht, weil wir zu hoch sind. So. Meter. Sieht relativ flach hier aus, ne? Ist keine Sonne da. Ich glaube, da gibt es keinen Schatten. So, 2,5. Ich glaube, jetzt können wir mal den Schirm rausmachen, ne? Und der öffnet sich auch. Oder noch nicht? Der kommt aber verdammt schnell runter, ne? Ja. Krass, oder? Reichte das oder war das knapp? Drahlo hatte bestimmt schon einen Herzinfarkt. Ja, wie sieht's denn hier aus? Können wir da Review Data, Log Temperature? Ne, wir haben da oben die Temperaturen. Jetzt lassen wir das mal hier sein. Achso, dann bleibt das angezeigt. Ne, das wollte ich auch nicht. Ja, dann Recover wir diesen Vessel. Und dann ist das doch gut, oder? So, dann kriegen wir viele Punkte. Komm, da. Seht ihr da? 4, 6 und 10. 10 Punkte haben wir nur gekriegt. Ich dachte, das wären mehr.
Naja, okay. Das sind die Teile. Da haben wir richtig viel Geld zurückgekriegt, oder wie sehe ich das? Okay, und Martha hat einen Stern gekriegt. Ah, die gehört jetzt zu unserer Crew dann auch. Das ist ja cool. Gut, okay. Dann hier hinten rein. Gucken. Ich glaube, das ist alles nichts Neues. Das ist das, was wir schon hatten. Kann ich jetzt leider nicht anders dienen. Gut, Launchpad, das da. Was haben wir denn für... Ach, wir können ja mal gerade gucken. Was sind das hier für Sachen? Location, World Scourge. Und da müssen wir ihn hinbringen, oder was? Nee, aber... wo ist denn der Mund? Wo ist der Mund? Da ist er. Da muss so einer rumfliegen, ne? Ach so, das sind die Locations, die man abfliegen soll. Aber hier soll doch auch... Ist er das? Ne, das ist Mund... Ah, da unten ist er. Der muss gerettet werden, der arme Kerl. Ja, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ist das hier... Die Debra ist da gelandet, oder... Die fliegt, ist gelandet, ne? Ja. Gut, okay. Da wissen wir, was wir machen müssen. Das war er hier. Das Kapsel fliegt jetzt immer noch durch die Gegend. Ja, mal schauen. Gehen wir hier raus. Und dann... Machen wir was? Weiß ich nicht. Müssen wir dann mal gucken, was wir als nächstes Angriff nehmen. Achso, wir haben ja hier noch so ein Curl-Ding da. Das müssen wir auch mal schauen, dass wir das wieder aktiv kriegen, ne? Contracts kann man noch ein bisschen größer ziehen, ja. Ach, guck mal, das ist ja eine schöne Aufgabe hier, ne? Eine Antenne und... Und Generate Power, also ein Solarpanel dabei. Und dann kannst du den machen. Ach, Minimus. Okay, alles klar. Dann ist das schon eine etwas schwierige Aufgabe, aber... Gut. Ja. Okay. Das ist dann erstmal genug, denke ich, für diese Folge. Ach, hier kann man die Tracking Station und sowas ist dann hier einzeln auch aufrufbar. Gut. Dann würde ich sagen, soll... Ne, wir können gerade noch ins Dingens gucken, hier in die Forschung. Aber da ändert sich nichts, ne? Der Level ist falsch. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Da ist noch das. Hier sind diese Steuerdüsen zum Andocken dann. Mech-Chip Features. Vielleicht sollten wir das nehmen hier. Und was haben wir da noch? Shield. Landung. Beine. Launch Escape System. Okay. Parachute. Small Landing Gear. Wieder noch ein paar Beine. Okay. Hier sind Strukturteile wohl. Da sind Nosecones. Das hier ist für so einen Satelliten. Das kann man da drumherum machen. Der geschützt ist. Auch eine Nase. Das ist nochmal so ein Dekoppler. Da auch noch einer. Der ist interessant. Trikoppler, ne? Da kannst du dann ein paar mehr dran machen unten. Noch ein Adapter. Hier haben wir Treibstoff, können wir da umstationieren. Noch ein Tank, weiteren Tank, noch ein Tank. Hier sind noch ein paar Triebwerke und ein kleiner Tank für dieses Triebwerk wahrscheinlich. Und hier oben noch Triebwerke, auch noch und noch ein Booster. Hier zwei, gut, okay. Ja, ich bin momentan der Meinung, dass wir vielleicht hier gucken sollten.
das ist vielleicht das, was wir als nächstes brauchen. Da soll uns der Ralo mal sagen, ob das so ist, dass wir das nehmen. Oder aber die andere wäre das. Obwohl das jetzt für den Teilen nicht so wichtig wäre, aber auf dem Weg nach da, ne, für den Hex. Gut, okay. Dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.